aufs Vienna-Konzert gehen darf und dass Mathe abgeschafft wird. Das mit Mathe wird wohl nichts. Aber das mit dem Konzert? Mal sehen. Echt? Darf ich? Ich sagte mal sehen. Kann sein. Ich war richtig glücklich, als ich eingeschlafen bin. Hab vom Konzert geträumt, dass ich da mit Lena in der ersten Reihe stehe und Vienna uns in den Backstage einlädt. Aber dann, ganz früh am Morgen, da standen plötzlich Polizisten in unserer Wohnung. Packen Sie Ihre Sachen aber zügig. Sie haben 15 Minuten Zeit. Jetzt geht's nach Hause. Ich habe nicht verstanden, was die meinten, weil wir waren noch bei uns zu Hause. Mama hat geweint. Und Malik und Swahila haben auch angefangen. Man konnte richtig riechen, dass sie Angst hat. Und Papa auch. Da habe ich erst verstanden, dass die Polizisten Afrika meinten. Los! Wir fahren jetzt! Alles ging ganz schnell. Wir hatten kaum Zeit, uns anzuziehen. Duschen durften wir nicht. Wir mussten in einen Kleinbus steigen. Der ist zum Flughafen gefahren. Wir sollten in ein Flugzeug nach Accra, Ghana steigen. Da ist Mama zusammengebrochen. Sie hat geschrien, getobt, wild um sich geschlagen. Schluss mit dem Theater! Nehmen Sie das Beruhigungsmittel! Ich sagte, Sie sollen die Tabletten nehmen! Mund auf! Malik hat eingekackt. Mama hat weitergetobt. Die Polizisten haben Papa und mich weggezählt. Plötzlich saßen wir im Flugzeug. Da habe ich erst kapiert, dass Mama und die Kleinen gar nicht bei uns sind. Und dass ich in ein fremdes Land fliege, aus dem meine Eltern vor 13 Jahren abgehauen sind, weil sie dort nicht leben konnten. Sie ist eine Weggeworfene. Abgeschoben. Mich haben sie auch immer wieder zurückgeschickt. Ich war schon dreimal in Europa. Ich weiß Bescheid. Abgeschoben, weggeworfen, wie Schrott auf den Müll. Abgeschoben, weggeworfen, weil mich jemand will. Zu Hause, da kann ich nicht bleiben, denn sonst will ich eine bestimmte schon lange tun. Doch ich komme nirgends an niemals an. Die Ampel steht für mich immer nur auf Tod. Zurück, das wäre ein Katastrophenfall. Und hier leben kann ich leider nicht. Steht zwischen meinem Leben und mir.